die letzte Bäuerin an es so in Irsch allo wie mein unexpected Luxemburg ass. Kommt mir no! Ach, guck! Gut ihr gesehen, ein richtiges Schloss, wie an der Zeit von der Ritter. Komm mal mit mir ran! Das ist nicht die erste Kehr, dass ich hier auf feinen Schloss gucken komme. Mir ist in Alkäseren froh, für zu kommen. Wenn ich über die Brücke gehe, durch die riesige Port, dann mengen ich euch wie an einem Film. Das ist einfach super. So viele Schlösser wie hier gibt es am ganzen Land. Ich habe sie auch schon bald alle gut gesehen. Ein Kehr war ich mit meinen Eltern. Ich weiß nicht mehr wer im Schloss. Da war ein richtiger Ritterkampf. Sie hatten auch richtige Rüstungen und Schwerter. Ich hätte mich durchgedreht. Mir etwa aber wohl. Und ihr, wenn ihr kommt, hier mein Schloss gucken. Wir befinden uns hier in den unterirdischen Felsgalerien, die auch Bockkasematten genannt werden und die unter der ganzen Hauptstadt liegen. Meterdicke Bastionen und Mauern und Schießschachte und Kanonen und unterirdische Tunnels, am ganzen 23 Kilometer lang und 40 Meter tief. So präsentiert sich die Festung hier und die auch noch Gibraltar des Nordens genannt wird. Erste bescheidene Verteidigungsanlagen waren bereits im Jahre 963 entstanden, als der Ardenner Graf Siegfried auf dem Bockfelsen eine Burg errichtete und somit den Grundstein für die Entstehung des ganzen Landes legte. Die wuchtigen Bollwerke und die wunderschöne geschichtsträchtige Altstadt wurden 1994 in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen. Ich komme besonders gerne hierher, denn hier habe ich das Gefühl, dass die Zeit stehen geblieben ist. So, wieder an der frischen Luft spaziere ich gerne auf der Corniche, einer Promenade, von der man eine herrliche Aussicht auf die untere Altstadt hat. Und die beeindruckend hohe Festungsmauer wurde mal von einem unserer Autoren als der schönste Balkon Europas bezeichnet. Sehen Sie selbst! Und ich weiß nicht, ob Sie es bereits wissen, aber Luxemburg ist das einzige Großherzogtum auf der ganzen Welt. Und hier hinter mir ist der Großherzogliche Palast. Das ist die Stadtresidenz der großherzoglichen Familie Luxemburgs. Und nun zeige ich Ihnen das neueste Geheimnis Luxemburgs. Meine Madeleines, das sind die allerbesten. Und ich backe sie in meiner kleinen Konditorei in der Rue de L'Eau, direkt am Palais. Kommen Sie vorbei, um sie zu kosten. Und alle interessieren sich natürlich für mein Rezept. Und ich kann Ihnen so viel verraten. In meinen Madeleines gibt es nur außergewöhnlich gute Zutaten, ganz viel luxemburgische Butter und ein gehöriges Quäntchen Liebe. 16 jaar in Luxemburg. En dit is mijn man Alfons. Hallo, ik ben Alfons. Ik kom ook uit Nederland. Woon al heel lang hier en in ons hart voelen wij ons echte Luxemburgers. Gaat u mee? Dan laten we u een stukje Unexpected Luxemburg zien. Nu zijn we in het hart van het Mullerthal. Een omgeving met rotsen, kloven, beken en bossen. En ook hele mooie wijdse uitzichten. Het wordt ook wel het Luxemburgse Klein-Zwitserland genoemd. Het is hier heerlijk. Kijk maar. Wij komen hier heel graag. En na een mooie wandeling zitten wij weer vol energie. Kijk, hier hebben we elkaar leren kennen. Ja, heel mooi. Maar om je aandacht te trekken was wel heel moeilijk. Je ging namelijk helemaal op in de mooie natuur. Ja, dat is waar, maar we kunnen er nog wel steeds van genieten. Kom gerust naar Luxemburg om te genieten van het mooie Mullerthal.